Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. An dieser Stelle geht schon mal ein Gruß raus an MonsterRC. Die haben mein letztes Video von dem Unboxing von dem Heli kommentiert und haben geschrieben, dass sie sich schon auf das Video von dem Erstflug freuen. Dazu wollte ich gleich nochmal sagen, dass ich von MonsterRC den Heli jetzt nicht geschenkt bekommen habe, sondern dass ich mir den von meinem eigenen Geld gekauft habe und das, was ich über diesen Heli sage, auch meine ehrliche Meinung ist, weil wie gesagt, ich habe ihn mir selber gekauft. Womit fange ich an? Bevor es zum Erstflug geht, wollte ich nur so ein paar erste Schritte mit euch durchgehen. Und zwar ist es einmal das, was mir gefällt, dass die Bedienungsanleitung auf Deutsch ist und jede Steuerfunktion, die technischen Daten, alles genau beschrieben sind. Und ich mag behaupten, dass jemand, der mit diesem Heli-Thema vorher noch nie was zu tun hat oder hatte, mit dem Heli klarkommen wird, anhand dieser Anleitung und durch Ausprobieren. Man kann auch nicht so viel falsch machen, dass man den Heli irgendwie gleich am Anfang so doll kaputt macht. Bevor es mit dem eigentlichen Fliegen losgeht, muss man den Akku aufladen, der damit bei ist. Und zwar macht man das über einen Micro-USB-Anschluss, der direkt an dem Akku dran ist und kann dann mit dem beiliegenden Kabel an jeder, 5 Volt USB-Quelle den Akku aufladen. Also im Auto, am Zigarettenanzünder, zu Hause am Handy-Ladegerät oder unterwegs mit der Powerbank. Das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, dass man den Akku halt nicht an der Fernsteuerung oder im Heli aufladen muss, sondern dass man den Akku irgendwo mit hinnehmen kann und dort aufladen kann. Das Aufladen des Akkus, 380 mAh hat der. Wie gesagt, bis zu 15 Minuten Flugzeit. Dauert ungefähr, wenn er leer ist, bis voll 45 Minuten, was vollkommen in Ordnung ist. Was mir auch gefällt, ist, dass er hier vorne eine Indikatoranzeige hat, wie voll er ist. Das ist richtig praktisch. Das hatte ich in dem Unboxing auch gesagt. Was mir gefällt, ist, dass der Akku oder dass man die Kabinenhaube zum Einlegen des Akkus von dem Heli nicht abmachen muss. Bei meinem Blade 230S Smart war das ja so. Da musste ich erst die Kabinenhaube vorne abfummeln, den Akku drauf machen, das Klett zu und den Akku anstecken. Hier bei dem Heli einfach den Heli umdrehen und hier an dem Akku sieht man, sind diese Stromabnehmernasen. Die greifen hier vorne rein und dann steckt man den Akku einfach hier so rein, bis es Klick macht und der Akku ist fest drin. Lässt sich auch ganz leicht wieder rausnehmen. Das ist auf jeden Fall voll cool. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Also bevor ihr den Erstflug macht, braucht die Fernsteuerung erstmal 4 AA-Batterien. Und dann muss die Fernsteuerung mit dem Heli zum ersten Mal gebunden oder verbunden werden, dass sozusagen die Frequenz von der Fernsteuerung mit dem Helikopter übereinstimmt. Das macht man wie folgt. Ich habe es jetzt schon gemacht. Man schaltet den Sender ein und schaltet auch hier unten den Helikopter ein. Dazu muss man 2 Sekunden lang auf den Anknopf drücken. Wenn man das gemacht hat und beide Geräte an sind, muss man einmal die Hoch- und Runter-Taste schnell nach oben und schnell nach unten machen. Und dann kommt ein Piepgeräusch aus der Fernsteuerung und dann verbindet sich die Fernsteuerung mit dem Helikopter. Aber wie gesagt, das habe ich schon gemacht. Nochmal ganz kurz die Funktion der Fernsteuerung erklärt. Hier habt ihr den Auto-Start- und Auto-Lande-Button. Wenn der Heli jetzt scharf ist und so auf dem Boden steht, also scharf im Sinne von aktiviert, drückt ihr einmal auf den Knopf und der Heli steigt dann auf eine gewisse Höhe, es ist ungefähr 1 Meter, glaube ich, und bleibt dann dort in der Luft stehen. Beim erneuten Drücken der Taste sinkt der Heli wieder automatisch und landet und die Rotoren laufen aus. Dann habt ihr hier oben den Speed- oder Geschwindigkeitsschalter. Das hier ist wenig agil, schon mehr agil und sehr agil. Vorwärtsflug, Rückwärtsflug, Flug seitlich links, Flug seitlich rechts, hoch, runter und Drehung des Helikopters nach links und nach rechts. Und das hier sind jetzt nochmal zusätzliche Trimschalter. Die Trimschalter sind dazu da, wenn der Heli zum Beispiel im Flug, wenn man nichts eingibt, also keine Steuereingaben macht, immer leicht nach vorne fliegt, muss man diesen Vorwärtsflug ausgleichen. Das kann man natürlich manuell machen, indem man hier
ein bisschen auf zurück steuert. Oder man kann in dem Trimschalter halt nach unten drücken, dass er da wieder zurückfliegt. Ne? Also das sollte dann kein Problem sein. Das war es jetzt grundsätzlich dazu. Ich habe jetzt diese Einleitung hier nochmal ganz kurz gemacht, weil ich werde nämlich den Erstflug in der Hundesporthalle gleich mit meiner Insta360 Go 2 filmen, die ich hier auf meine Cappy befestigt habe. Und ich glaube, dass das Mikrofon hier nicht so gut ist, wie wenn ich jetzt mit der Kamera und dem Mikrofon filme. Deswegen habe ich diese Sachen, wollte ich jetzt erstmal vorab loswerden und einmal erklären. Und ja, ich bitte das zu entschuldigen, wenn der Ton dann gleich beim Erstflug in der Halle nicht so gut sein wird. Das liegt dann wahrscheinlich an der Kamera. Aber wie gesagt, ich will es mal ausprobieren, mit der Insta360 zu filmen, an der Cappy dran. Ich glaube, das ist ganz gut. Nur wie gesagt, der Ton wird dann da wahrscheinlich nicht so toll sein. Ne? Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Akkufrage ist geklärt. Erste Schritte, wie man den Helikopter scharf macht. Wie gesagt, ich habe die beiden schon miteinander verbunden. Ich kann es aber jetzt auch nochmal zeigen, wie es ist, wenn man den Heli einschaltet. Einmal die Fernsteuerung einschalten. Und den Akku muss man dann erst aktivieren, indem man 2 Sekunden auf den Anschalter des Akkus drückt. So. Die beiden sind jetzt doch noch nicht miteinander gebunden. Einmal nach oben, einmal nach unten. Und ihr seht, die LED an dem Heli leuchtet jetzt konstant. Und man kann den Heli auch statt mit der automatischen Start- und Landetaste über die Fernsteuerung manuell starten. Ich mache den Heli jetzt nochmal geradeaus. Dazu muss man einfach die beiden Steuersticks hier unten nach außen in die Ecken packen. Und wenn man das getan hat, laufen die Rotoren an, drehen sich und dann kann man hier mit der Taste halt hoch und runter fliegen. So, ich würde jetzt sagen, ich gehe in die Hundesporthalle, mache die Insta360 startklar und ja, dann bin ich mal gespannt, wie der Erstflug sein wird. Bis gleich. In der Hundesporthalle angekommen, geht es jetzt auf zum Erstflug. Fernsteuerung einschalten. Dann den Akku einschalten. So. Also der Heli möchte mit der Fernsteuerung nach jedem Akku an- und abstecken nochmal neu aktiviert werden. Das hatte ich ja eben schon gezeigt. So. Ja, das sollte wohl ein ganz guter Startpunkt sein. So, dann einmal schnell nach oben, schnell nach unten. Jetzt sind die beiden wieder miteinander verbunden. Und jetzt werde ich den Heli mal mit der automatischen Starttaste starten. Ja, das ist doch top. Ne? Ich mache nichts. Das ist wirklich sehr, sehr geil. So. Jetzt probieren wir auch mal direkt das Landen aus. Perfekt. Richtig cool. So, was mich jetzt aber noch interessieren würde, ob man, wenn man die Landetaste gedrückt hat, den Heli auch nochmal manuell steuern kann. Weil bei manchen Drohnen ist es ja so, wenn man die ins automatische Landen schickt, dass die dann einfach nur sinken und man nichts verändern kann. So, nochmal starten. So, und jetzt drücke ich mal die Landetaste. Ja. Ja, das ist sehr cool. Also wenn man jetzt, sage ich mal, die Landetaste gedrückt hat und der Heli hier Richtung Tunnel kommt, kann man ihn immer noch zurücksteuern. Das ist sehr cool. So, ich mache da mal weiter und werde den Heli mal manuell starten. Ne, das ist das, was ich meinte. Damit habt ihr sozusagen die Rotoren aktiviert. Und er hält jetzt die Drehzahl so im Standby. Und sobald ich dann hier den linken Stick nach vorne bewege, fängt er an, die Drehzahl zu erhöhen und dann zu steigen. So, jetzt fliegen wir gleich mal ein bisschen agiler.
Ich hoffe, man kann das hier mit der Insta360 ganz gut sehen. Ich fliege mal ein bisschen näher an mir heran. Oder an mich heran. So, jetzt gucken wir mal, wie agil er ist in der ersten Stufe. So. Jetzt schalte ich auf Stufe 2, mache wieder den Stick nach vorne. Ja, wird schon gleich viel schneller. Und jetzt probieren wir mal die dritte Stufe aus. Ja. Ist auf jeden Fall richtig schnell jetzt. So, bevor ich jetzt übermütig werde und den Helikopter crashe, schalte ich mal in die mittlere Stufe. So, jetzt testen wir mal ein bisschen das Rückwärtsfliegen. Fast in den Tunnel geflogen, aber es hätte ihn jetzt auch nicht weiter gestört. Ist auf jeden Fall auch sehr wendig. Ja, das macht schon Spaß. Das ist echt richtig cool. So, jetzt das Ganze nochmal rückwärts. Das Rückwärtsfliegen ist gar nicht mal so einfach, aber das liegt nicht am Heli, sondern am Piloten. Aber guckt euch das mal an, wie geil er das macht. Mega. Ey Leute, es macht echt so viel Laune. So, jetzt mache ich mal die manuelle Landung. Ja, was soll ich sagen? Ist das cool oder ist das cool? Für 99 Euro kriegt ihr ein Heli, mit dem ihr echt alles fliegen könnt. Das Einzige, was damit halt jetzt nicht möglich ist, ist Kunstflug. Also... Ich erkläre das mal ganz kurz oder ich versuche es mal zu erklären. Die Rotorblätter haben einen fest vorgegebenen Anstellwinkel. Also ihr seht, dass die so leicht schräg sind. Und durch Änderung der Rotorkopfdrehzahl fliegt der Heli halt schneller hoch oder halt weniger schnell nach oben. Beziehungsweise wenn der Motor verlangsamt, fliegt er halt wieder weiter runter. Ja, der Heckrotor ist wie beim echten Heli halt auch für den Drehmomentausgleich zuständig.
Und Kunstflug ist damit halt nicht möglich, weil sich der Anstellwinkel der Rotorblätter nicht verändern lässt. Also dadurch, dass der fest ist. Es ist ein sogenannter Fixed-Pitch-Rotorkopf. Also dass der Rotoranstellwinkel oder der Anstellwinkel der Rotorblätter halt fest vorgegeben ist. Für einen Kunstflug müssten dann halt die Rotorblätter in die andere Richtung gedreht werden, dass er halt sozusagen die Luft nach unten drückt und dann wäre auch Kunstflug möglich. Aber erstens kann ich keinen Kunstflug fliegen. Zweitens neigt das bei den Anfängern viel zu schnell dazu, den Heli zu schrotten. Und drittens ist das hier in der 450 Quadratmeter Halle mit den ganzen Hundesportgeräten kaum möglich. So, ich werde jetzt noch mal ganz kurz einen Flug machen und dann soll es das auch von diesem Video gewesen sein. Das finde ich so cool, wenn man die Rotoren aktiviert hat und ihr dann da so steht und vor sich hindreht. Das finde ich richtig cool. So, auf geht's. Ich hoffe, man kann das auf der Kamera alles gut sehen. Also für die Halle hier reicht die Geschwindigkeit auf der mittleren Stufe eindeutig aus. Also da braucht es nicht mehr Leistung oder so. Ich glaube, wenn man draußen fliegt und etwas Wind ist, braucht man, um gegen den Wind anzukämpfen, schon die stärkere Stufe. Aber jetzt hier so in der Halle, wo es windstill ist, ist das Ganze kein Problem. Das nächste Video zu dem Heli hier wird dann sein, wie ich draußen fliege. Und dann werde ich auch noch mal ein Video machen, wie lange man damit fliegen kann, bis der Heli sich automatisch abschaltet, um halt herauszufinden, wie lange mit dem Akku die maximale Flugzeit möglich ist. Also ich würde sagen, dass ich schon etwas geübter bin, was das Heli-Fliegen angeht. Zumindest wenn man auf sich zufliegt, muss man ja bei der Steuerung umdenken. Aber fürs erste Rumschweben, um sich mit dem Thema Helikopter vertraut zu machen, ist der Heli wirklich perfekt. Wenn man mal guckt, jetzt hier so, der steht vollkommen stabil in der Luft. Das macht er echt richtig gut. Ich sehe es jetzt schon in den Kommentaren stehen. Ey, du fliegst ja mehr rückwärts als vorwärts. Ja, das liegt aber auch daran, dass es einfach eine Menge Spaß macht. So, jetzt nochmal automatisch landen. Sehr geil. Sehr, sehr geil, Leute. Ja, wie gesagt, lieber Gruß geht nochmal raus an Monster RC, dass ihr diesen tollen Heli hier auf den Markt gebracht habt. Macht mir echt eine Menge Spaß, hier in der Halle zu fliegen. Und ich bin mal gespannt, wenn es die nächsten Tage ein bisschen windstiller draußen ist, möchte ich den auf jeden Fall auch draußen fliegen.
Mal gucken, ob es generell möglich ist, hier noch draußen zu fliegen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie in eine Turnhalle oder so zu gehen und noch nie vorher Heli geflogen seid, versucht mal, ob ihr in einer Turnhalle damit fliegen könnt. Dafür wäre es wirklich perfekt. Also jetzt in so einer Halle wie hier bei mir, wo die Hindernisse im Weg stehen, wäre es für den Anfänger ein bisschen schwierig. Es war ja bei mir bei der einen oder anderen Situation auch ein bisschen knapp gewesen. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt, Heli fliegen zu lernen und dabei einen Heli fliegen wollt, der echt richtig schick aussieht, dann kauft euch die Mazda BO105. Ne? Also diese Edition gibt es auch noch in Grau und Mazda RC hat nochmal eine EC 135 und zwei EC 135 Versionen noch. Und ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Bisher habe ich jetzt nichts, was mir irgendwie negativ auffällt oder so. Das Einzige, was halt ein bisschen komisch ist, dass die beiden immer wieder vom R-Start miteinander gekoppelt werden. Aber ich meine, das ist ja nicht schlimm. Man muss nur einmal hier kurz die Taste nach oben machen, nach unten und das war's. Ja. Apropos, das war's. Das war's dann jetzt auch von mir hier mit dem Video. 2 Sekunden gedrückt halten. Akku hat sich ausgeschaltet. Heli ist aus. Jetzt kann ich den Akku hier so rausziehen und dann wieder mit dem Micro-USB-Port aufladen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Flugaufnahmen etwas geworden sind mit der Insta360 Go 2 und dass man mich auch so halbwegs verstehen kann vom Ton her. Aber wie gesagt, ich bin mit dem Heli echt mega zufrieden und da hat die Kamera gerade automatisch die Aufnahme beendet. Ich glaube, weil die Clip-Länge bei 15 Minuten liegt. Jedenfalls kann ich nur so viel sagen. Ich kann den Heli auf jeden Fall empfehlen. Na, also wenn ihr einen günstigen Heli haben wollt, der schick aussieht, kauft euch den. Uneingeschränkt kann ich den empfehlen. Na? Ja, das soll es jetzt auch gewesen sein von mir. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Video. Und wie gesagt, das nächste Video wird dann wahrscheinlich vom Erstflug draußen sein. Ich bin gespannt. Mach's gut. Ciao, ciao.